Diese Tournee ist enorm spannend für mich aus verschiedenen Gründen. Erstens, ich treffe den fantastischen Geiger Thomas Zehetmeyer wieder, mit dem ich wieder eben musizieren darf und in einem besonders spannenden Kontext, nämlich mit Sir John Eliot Gardiners Orchester unter seiner Leitung. Und das ist eine ganz neue klangliche Erfahrung, gerade bei Brahms und Schumann. Ich habe mit John Eliot Gardiner schon vor einigen Jahren Schumann-Konzert gemacht und es ist wirklich schön mit ihm. Er hat sehr viel Enthusiasmus, sehr viel Energie und sehr viel Liebe zur Musik. Und es kommen sehr viele Impulse von ihm, vom Orchester. Das Orchester klingt wirklich sehr klar, es ist ein toller Klang mit den Darmsaiten, mit den Naturhörnern und es ist wirklich sehr inspirierend. Brahms hat leider kein Cello-Konzert geschrieben, aber eben hat dieses Doppelkonzert für Violine und Cello und Orchester geschrieben. Und das ist so die einzige Chance für Cellisten, wirklich den Orchesterklang von Brahms auch zu erfahren. Und das ist sein letztes großes Orchesterwerk. Und es ist einfach eine ganz spannende Sache, überhaupt mal in diesem Brahms-Klang drin zu sitzen. Und jetzt gerade in diesem Orchester hört man wirklich, welche Instrumente Brahms zur Verfügung hatte, diese originalen Instrumente, und für welche Instrumente er tatsächlich geschrieben hat. Aber vieles macht auch plötzlich sehr, sehr viel Sinn, dass da in der Partitur steht, wo man sonst vielleicht weniger Klarheit hat. Die Migros Kulturprozent Classics Tournee ist einfach eine ganz tolle Chance, nicht nur mit jetzt einem ganz renommierten Dirigenten und Orchester zu musizieren, sondern auch eben, dass man mehrere Konzerte in einer Reihe spielen kann. Wir spielen hier 4 Konzerte in der Schweiz. Da gibt es, jedes Konzert ist ein bisschen anders, so sollte es auch sein. Das ist eine Erfahrung, jedes Konzert. Und das ist eine Bereicherung, die man auch dann auf andere Projekte natürlich wieder übertragen kann. Und das Brahms Doppelkonzert wird wahrscheinlich nie ganz genau wieder dasselbe sein für mich. Und das ist einfach spannend. Jetzt ist ja schon das drittletzte Konzert und es wächst immer noch weiter und es gibt immer noch Überraschungen und es gibt noch neue Sachen, die man jedes Mal erlebt. Also es ist wirklich sehr spannend.